Jawohl, ja, die Indizes endlich mal wieder in positiver Stimmung. Wir sehen das hier beim DAX, der geht tapfer nach oben aktuell und das ist ein gutes Zeichen. So könnte man zumindest mal glauben. Nein, tatsächlich, es ist ein gutes Zeichen. Es gibt da überhaupt nichts gegen zu maulen. Es gibt noch eine gewisse Restgefahr, dass das, was wir hier haben, noch nicht abgeschlossen ist. Das heißt, dass diese Abwärtsbewegung jetzt in dieser ABC-Bewegung nochmal eine Fortführung nach unten findet. Aber, und jetzt die gute Nachricht, das ist für mich erst dann relevant, wenn wir das Zwischentief, wann war das, 19. April irgendwann am Vormittag, Mittag irgendwie sowas. Solange wir diese Marke, die liegt beim Index ziemlich bei, na, sagen wir 14.000, solange wir die nicht nach unten durchstoßen, denke ich mal, bleibt es vorläufig auf der bullischen Seite ganz bequem. Wer jetzt im ganz kleinen Nahkampfchart unterwegs sein kann und möchte, der kann natürlich hier auch nochmal drauf gucken, ob wir vielleicht doch so eine Antwort kriegen. Das würde zumindest mal initiieren, dass wir zumindest eine gewisse Fortsetzung haben und wenn der Punkt symmetriemäßig unter diesem liegt, ne, dann können wir auch da oben schon shorten, weil das würde dann quasi die Fortsetzung nach unten hier einleiten. Aber ihr seht das, je höher wir über diesen Trendkanal und aus dieser Box dann an die Oberseite rankommen, je höher also die aktuelle Bewegung läuft, wir uns also entfernen von dieser Korrektur, die wir hier mal hatten zwischendurch, desto eher ist das Bild eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit einem Impuls nach oben weiter leben müssen, wollte ich schon sagen, leben können. Und das Ganze eher dann ein Fünfweller hier ist. Und damit hätten wir hier quasi den Startschuss für diese Fortsetzung hier eben gelegt. Das heißt, die erste Welle. Und dann kann man hier als nächstes dann hier auf den Rücksetzer dann hoffen, um dann da entsprechend einzusteigen. Also das Bild aktuell nicht so schlecht, wenn wir uns das Ganze hier angucken. Die Chance, das Türchen für einen vorläufigen Anstieg hier nochmal aufgemacht. Und ihr seht, ich habe extra diese Zeichnung dann nochmal reingelegt, weil viele mich natürlich fragen, du mit deinen 8.000, ist das damit vom Tisch? Also im Moment ist die 8.000 überhaupt kein Thema. Auch wenn dieses Bild käme, ist das für mich kein 8.000er Thema. Erst wenn wir hier durchgehen oder zumindest mal deutlich hier unter diese Tiefmarke hier, das ist bei 13.000. Solange wir oberhalb bleiben, sehe ich da gar nicht wirklich eine große Gefahr, sondern würde immer sagen, naja, dann lass ihn halt notfalls, wenn es nicht jetzt schon hoch geht, nochmal einmal tiefer gehen und dann erst nach oben. Also ihr seht, ich bleibe vorläufig bullisch ausgerichtet, aber durch diese Abwärtsbewegung, die wir hier hatten, war diese Überschneidung und dementsprechend ist dann eben anschließend das zu befürchten. Aber das muss ja noch kein Thema sein. Vorher dürfte es dann, wenn dem jetzt hier so folgt, was ich hier so eingezeichnet habe, es neue Allzeithochs geben. Dafür sind die Chancen ja gar nicht so schlecht. Allerdings hängt das natürlich von vielen Faktoren ab, unter anderem, was die anderen Märkte so machen. Und der Dow Jones ist zum Beispiel einer, der ebenfalls tapfer auf dem Weg nach oben ist. Ihr seht das. Ich habe es hier eingezeichnet, das sieht so ein bisschen korrektiv aus, aber in Wirklichkeit sind die einzelnen Bewegungen, die wir hier haben, immer noch irgendwie mehr korrektiv auf der Abwärtsseite, wenn man sich das hier so anguckt im Verhältnis zu dem anderen. Also die Aufwärtsseite ist die gute. Aber ich muss auch dazu sagen, das ist ja nicht hier zwingend die erste Korrektur, die wir hier hatten. Ja, streng genommen noch so, das war der Grund für einen möglichen Trigger hier an der Seite. Ich glaube, das habe ich im letzten Video so erwähnt. Wir haben die realistische Chance, dass das jetzt, egal wie wir es auffassen, so die fünfte Welle ist und anschließend nochmal ein Anstieg. Das heißt, das, was hier kommt, ist vermutlich, das ist nur eine These mal, aber in Bezug auf diese Korrekturbewegung so die letzte Bewegung hier nach oben. Das heißt, noch bleibt es bei aufwärts. Und ich würde das auch heute Nachmittag weiter so verfolgen, solange die Bewegungen nach unten wackelig sind. Wackelig, korrektiv, kursüberschneidend oder ABC. Auch ABC, schöner kann man nicht eine Korrektur beschreiben als ABC. Hat man die Chancen, immer wieder mal einzusteigen, wenn der Kurs diese Zwischenhochs da eben durchstößt. Das ist eigentlich einheitlich bei fast allen Märkten. Wir sehen das hier beim S&P. Da ist es aber sogar noch eine schöne Sondersituation, denn nach dem Osterwochenende, das ist hier so die Zeit hier, dann gab es eine Korrektur, zack, wieder eine Korrektur, das würde ich mich eigentlich wahnsinnig freuen, wenn wir hier einen Rücksetzer in den nächsten Stunden kriegen. Also ein bisschen Pause täte dem Markt, zumindest mal dem S&P, ganz gut. Wenn das nämlich dann in einer schönen ABC-Form wäre, das wäre so eine, ich sag mal vorsichtig, eine Hoffnung, dann hätten wir doch dann eine ganz gute Chance, dass wir uns da nochmal nach oben fortsetzen können. Also für die ganz kleinen Intraday-Trader mal drauf achten, ob wir nicht Schübe nach unten bekommen. Und während ich darüber rede, naja, das war eben auch schon, haben wir so ein bisschen so den Ansatz. Also mal drauf gucken, als Intraday-Händler, ich gehe mal hier auf den 5-Minuten-Chart, weil ich weiß, dass viele natürlich diese Videos auch unter diesem Aspekt gucken.
wäre die Abwärtsseite eigentlich nicht so schlecht. Also sprich, wackelig nach oben würde mich für die nächsten Stunden erstmal für die Abwärtsseite begeistern. Nämlich nach dem gleichen Prinzip, nur halt eben auf dieser kleinen Zeitebene, glaube ich, ist das eigentlich eine ganz schicke und windschnittige Angelegenheit. Ganz kurz zusammengefasst, auch hier korrektiv die Abwärtsseite. Also ich würde sagen, 1, 2, 3, 4, 5 hoch im 4-Stunden-Chart, A, B, C runter. Ich mache es nochmal größer, aber es geht letztlich um das Muster. Viele wollen dann natürlich die Zahlen lesen. Die Zahlen kann ich euch auch noch nicht sagen, wo das genau hinkommt, aber 1, 2, 3, 4, 5. Und dann könnt ihr messen von dem Hochpunkt. Aktuell ist das hier oben der da. Könnt ihr mal so Fibonacci einzeichnen, Fibonacci Retracements, ihr wisst das gerne, 38, 61, 8, irgendwo in diese Kiste. In diese Kiste möglichst A, B, C mäßig, gäbe mir den Trigger. Für heute Nachmittag vielleicht das hier, eine ganz interessante Geschichte, dass irgendwas in dieser Art in den nächsten Stunden, heute, morgen, wie auch immer, passiert. Und dann hätten wir doch die Chance, dass wir das, was wir hier schon mal angefangen haben, da nochmal fortsetzen können. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob es dann so oder so weitergeht. Beim Nasdaq, beim S&P bin ich da nämlich noch nicht so richtig entschieden. Allerdings für die Nasdaq, da seht ihr hier eine Zeichnung, ich habe sie extra mal drin gelassen, sehe ich aber noch eine ganz gute Chance, dass es eben tatsächlich nochmal nach unten geht. Denn anders als der Dow zum Beispiel, ist das ganz klar eine starke Bewegungsrichtung. Eine impulsive Bewegungsrichtung. Das heißt, auch hier gilt dieses 1, 2, 3, 4, 5 Prinzip. Ich mache auch das mal groß, dann habt ihr es leichter. So, hier, also das ist die recht starke Abwärtsbewegung mit eigentlich 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt hier die Korrektur. Vielleicht nochmal wackelig runter. Nochmal hier. Dann haben wir hier wieder unser klassisches, ich mache das mal vereinfacht, A, B, C Muster. Also ihr seht, das ist so mehr oder weniger das Gleiche. Nur nicht ganz so wackelig. Der Markt macht es gerne wackelig, aber so habt ihr es leichter zum Nachvollziehen. So, und dann, wenn wir diese Marke brechen, dann nochmal runter. Das ist der Tenor, warum ich hier so negativ drauf bin. Das wird allerdings erst hier entschieden, beziehungsweise entrymäßig dann auf diesem Trigger. So, aber für uns heute Nachmittag ist das alles natürlich noch ein ungelegtes Ei. Im Moment ist es spannend, ob wir nach dieser 1, 2, 3, 4, 5 jetzt eine A, B, C bekommen. Hier diese A scheint ja gerade schon in der Mache zu sein, die kriegen wir schon gerade mit. Jetzt anschließend, das hier wäre mega klasse und für mich als Nachmittagstrader sehr interessant, denn dann hätten wir eine sehr sinnvolle Möglichkeit, das, was wir vorne haben, da hinten nochmal fortzusetzen und es würde wunderbar ins Bild passen. Es sieht super kompliziert aus, oh Gott, da geht es mal hoch, da geht es mal runter, aber genau das ist das, was den Markt ausmacht. Für die Aktiven unter euch nutzt halt alle Richtungen in dem jeweiligen Zeitsegment, für die langen, Weiligeren, und das meine ich nicht so böse, wie es klingt, aber für die, die mehr auf längere Weilen Rücksicht nehmen am Markt, sucht euch die Zeitebene raus, wo ihr sagt, ja, die passt für mich. Das kann also dieser Short sein, das kann dieser Long sein, das kann später, nachdem er hier oben war, also da oben war, dann wieder dieses Short an der Stelle, um da hinzugehen und so weiter. Also ihr seht, das ist universell übertragbar. Es ist im Moment sehr, sehr deutlich. Wer Spaß daran hat, der kann sich zum Beispiel auch mal angucken, was Erdgas aktuell macht, was Crude Oil aktuell macht, was Gold aktuell macht. Denn da haben wir alles ähnliche Szenarien, allerdings ein bisschen anders. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Und ich will euch nicht den Nachmittag versauen, indem ich euch zu viel Zeit klaue und euch nicht selber die Chance gebe, es selber zu entdecken. Deshalb der Hinweis, schaut mal drauf. Ich glaube, es lohnt sich gerade. Und was der Markt hier macht, ich habe euch eine Andeutung dafür gegeben. In diesem Sinne, euch alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.